Hallo und willkommen zum täglichen Allgemeinwissensquiz. In dieser Episode bekommst du wieder 15 besonders schwere Fragen gestellt. Lass uns loslegen. Wo gründete Melitta Benz ihr Unternehmen? In Potsdam, in Dresden oder in Leipzig? Sie gründete es in Dresden. Antwort B ist korrekt. Wie lange dauert eine Halbzeit beim Handball? Dauert sie 30, 40 oder 50 Minuten? Sie dauert 30 Minuten. Antwort A. Welcher Kontinent ist der wärmste auf der Erde? Ist es Asien, Afrika oder Australien? Afrika ist der wärmste Kontinent. Antwort B. Welche dieser Kategorien wird nicht im Klimaschutzindex berücksichtigt? Treibhausgasemissionen, Energieverbrauch oder Trinkwasserreserven? Die Trinkwasserreserven werden nicht berücksichtigt. Antwort C stimmt. Fünfte Frage. Welche Band besang ein gelbes U-Boot? Die Flippers, die Beatles oder die Scorpions? Es waren die Beatles mit dem Hit Yellow Submarine. Welches Tier ist nicht mit dem Krokodil verwandt? Der Alligator, Kaiman oder Raptor? Es ist der Raptor. Antwort C ist korrekt. In welcher Stadt steht die Kathedrale mit dem Grab von Christoph Kolumbus? Steht sie in Sevilla, Havanna oder in Genua? Sie steht in Sevilla. Antwort A ist richtig. Wofür steht die Abkürzung NHN? Für Normalhöhen 0, neue Hausnorm oder neue Heimat Nord? NHN heißt Normalhöhen 0. Antwort A. Was ist Vexillologie? Palmen, Flaggen oder Bilderkunde? Es ist die Flaggenkunde. Antwort B ist korrekt. Wer war die erste deutsche Basketballerin in der WNBA? Gefällt dir das Quiz? Dann hinterlasse ein Like und abonniere unseren Kanal und verpasse kein Video mehr. Marlies Aßkamp, Linda Fröhlich oder Martina Weber? Es war Marlies Aßkamp. Wer rief den Staat Israel aus? Moshe Arends, Levi Eschkol oder David Ben-Gurion? Es war David Ben-Gurion. Antwort C ist richtig. Wie nannte Konrad Röntgen seine Entdeckung? Waren es die C-, N- oder X-Strahlen? Es waren die X-Strahlen. Antwort C. Was ist ein apostolischer Nuntius? Ein Klostervorsteher, ein Botschafter oder ein Aushilfspriester? Ein Botschafter. B ist richtig. Vorletzte Frage. Welcher antike Held schießt mit einem Pfeil durch die Öhre von 12 Äxten? War es Jason, Paris oder Odysseus? Es war Odysseus. C ist richtig. Letzte Frage. Welches ist das einzige mehrheitlich buddhistische Volk Europas? Sind das die Kalmücken, die Lipowaner oder die Inguschen? Es sind die Kalmücken. Antwort A ist korrekt. Hast du alle Fragen richtig beantworten können? Schreibe es in die Kommentare. Hat dir das Quiz gefallen? Dann abonniere unseren Kanal und verpasse kein Video mehr.